Du hast dir gerade frisch Zarude im aktuellen Event abgeholt und willst jetzt wissen, wie man dieses Pokémon spielt? Dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Stefan Fuchs und auf diesem Kanal siehst du jeden einzelnen Tag neue Tipps, Tricks und Secrets zu Pokémon Schwert und Schild und vielen anderen Spielen auf der Nintendo Switch. Wenn dir sowas gefällt, dann klick auf Abonnieren und aktiviere die Glocke, dann kriegst du sofort eine Info, wenn ich wieder mal ein neues Geheimnis rund um Pokémon oder andere Nintendo Switch Spiele gelüftet habe. Heute zeige ich dir aber erst einmal, wie du die volle Stärke von Zarude freisetzen kannst, um hier Zarude optimal im Kampf einzusetzen. Los geht's! Bei einem frisch abgeholten Zarude kann man im ersten Moment erstmal nicht meckern. Es hat das Item Überreste, was hier definitiv eine gute Wahl ist. Fähigkeit Floraschild ist das einzige, was Zarude besitzen kann. Es hat eine Basiswertsumme von 600 bei 120 Basiswert Angriff, 105 Basiswert Initiative, 105 Lebenspunkte, 105 Verteidigung, 70 Spezialangriff und 95 Spezialverteidigung. Definitiv ein Set, mit dem man erst einmal was anfangen kann. Erstmal was mit anfangen können ist natürlich meilenweit von optimal entfernt, deswegen gehst du schnurstracks in den Kampftower von Score City und holst dir hier bei dem NPC, der Minze verkauft, eine Frohminze, sofern du noch keine Frohminze im Inventar hast. Dadurch veränderst du die Werteverteilung deines Zarude dahingehend, als ob es die optimale Verteilung, nämlich das optimale Wesen, Froh hätte. Hier ist es erhöhte Initiative und gesenkter Spezialangriff, weil du sowieso keine Spezialattacken ins Moveset aufnehmen wirst, weil Spezialangriff auf Zarude einfach so dermaßen niedrig ist. Direkt danach ist Training angesagt, deswegen gehst du direkt auf die Insel der Rüstung und hier ins Dojo, weil das einfach der perfekte Ort ist, um dein Zarude zu trainieren. Sobald dein Zarude dieses Dojo verlässt, wird es so dermaßen overpowered sein, dass nur noch minimale Abänderungen gemacht werden müssen, um das Maximum an Angriffskraft rauszuholen. Für ein ordentliches Training braucht man natürlich auch eine ordentliche Ernährung. Deswegen gehst du schnurstracks hinten zu dem Automaten im Dojo und holst dir mindestens 26 Carbon, ein Eisen und 26 Protein. Als nächstes stellen wir hier einen ausgewogenen Ernährungsplan für das Zarude zusammen. Dieser Ernährungsplan beinhaltet auf einen Schlag 26 Carbon zu verputzen, ein Eisen und 26 Protein. Hier ganz wichtig für den optimalen Ernährungsplan: erst 26 Carbon essen, danach 26 Protein essen. Hier kannst du die Reihenfolge auch vertauschen, aber ganz wichtig, erst zum Schluss ein einziges Eisen essen. Dadurch bekommt dein Zarude einfach die optimale Fleißpunkteverteilung und hat hier die besten Nährstoffe für sein ganzes Leben intus. Das Ganze sehen wir jetzt hier an der Werteverteilung auf jeden Fall auch schon, dass die Werte wesentlich besser aussehen und natürlich Angriff und Initiative aufleuchten. Als nächstes können wir das Zarude natürlich nicht auf Level 60 lassen, wo wir es erhalten haben, sondern müssen es mit ein paar Bonbons auf Level 100 hochbringen. Das ist im Prinzip auch Teil der Ernährung eines wilden Zarude. Ganz, ganz viele Erfahrungspunkte Bonbons essen, um hier ein ordentliches Level, nämlich Level 100 zu erreichen. Warum ist Level 100 so wichtig? Ganz einfach, mit Level 100 kannst du direkt im Kampfturm von Score City an dem Spezialtraining teilnehmen und hier die drei fehlenden Stats auch noch auf 31 DV bringen. Das heißt, hier die vererbbaren Werte, die Gene von dem Zarude nochmal optimieren und so ein bisschen mit Genmanipulation hier das Zarude zu einer richtigen Kampfmaschine machen. Reine Stärke allein reicht natürlich nicht aus, deswegen bringen wir dem Zarude jetzt hier auch noch die optimalen Attacken bei. Nahkampf und Blattgeißel sind hier auf jeden Fall schon richtig nice Attacken. Ansonsten fehlt definitiv noch Dark Lariat als Unlichtattacke und natürlich keinesfalls vergessen ein Kehrtwende als vierte Attacke, hier am besten Angeberei für vergessen, weil mit Kehrtwende kannst du dein Zarude dann aus ungünstigen Situationen herausbringen und einfach auswechseln und trotzdem Schaden auf den Gegner verursachen. Nachdem dein Zarude die optimalen Attacken beherrscht, können wir hier noch ein paar Vitamine füttern, nämlich in Form von AP Top, einfach auf jede einzelne Attacke draufbringen, dass wir hier die maximalen AP haben, um im Kampf auch wirklich optimal agieren zu können.
Wenn du jetzt denkst, hoch, das Sarude ist doch schon optimal, ist doch schon perfekt jetzt. Nee, da hast du was vergessen. Das Item ist natürlich auch noch extrem wichtig. Hier holst du dir für 25 GP jeweils ein Walband und einen Walschal, wenn du noch keine Items davon in deinem Inventar besitzt. Hier ist es nämlich ganz wichtig, je nachdem gegen wen du kämpfen wirst, ist manchmal Überreste besser, manchmal Walschal besser und manchmal Walband besser. Hier kannst du dir aber aussuchen, was du spielen willst. Überreste ist eine sehr passive Wahl, wo du einfach permanent Lebenspunkte regenerierst. Walband und Walschal sind eher aktive Items, sind eher offensive Items, je nachdem, ob du denkst, dass der Gegner schnellere Pokémon hat oder ob du noch mehr Schaden verursachen willst mit deiner Schnelligkeit. Hinsichtlich der Attacken haben wir hier eine sehr gute Typenverteilung. Wir haben eine extrem starke 120er Grundstärke-Attacke mit 100% Genauigkeit, physische Attacke Kampf, Nahkampf nämlich. Wir haben eine physische 120er Attacke mit dem Typ Pflanze, eine 70er Basisstärke-Attacke vom Typ Käfer und eine 85er Basisstärke-Attacke vom Typ Unlicht. Da Glareat hier auch natürlich sehr, sehr nice ist, richtet unabhängig von den Statusveränderungen des Ziels Schaden an. Also selbst wenn der Gegner sich extrem hoch boostet mit der Verteidigung, können wir hier trotzdem massiven Schaden auf den Gegner draufbringen. Ganz, ganz wichtig hier, aber wenn die Stats von deinem Zarude gesenkt werden, das heißt der Angriffswert von Zarude gesenkt wird, dann macht auch Dark Lariat weniger Schaden. Das gilt nur, wenn der Gegner massenhaft Abwehr gestackt hat. An diesem Punkt ist dein Zarude einfach so stark, wie Zarude nur irgendwie werden kann in-game. Hier will ich auf jeden Fall auch nochmal mit betonen, das ist natürlich für den Einzelkampf ausgelegt. Wenn du dein Zarude im Doppelkampf verwenden möchtest, dann nutzt du einfach statt Blattgeißel die Pflanzenattacke Dschungelheilung. Dschungelheilung ist im Prinzip eine Attacke, die dich als Zarude und deinen Mitstreiter, das andere Pokémon, gemeinsam heilt und von allen negativen Statusproblemen befreit. Es ist natürlich perfekt, um hier als Supporter bzw. Kleriker zu fungieren. Mit dem extrem hohen Angriff kannst du aber trotzdem sehr, sehr gut gegnerische Pokémon einfach mit einem einzigen Hit rausnehmen. Hier hast du auch eine relativ hohe Initiative, so dass du meistens wirklich auch als erstes angreifen kannst und hier optimal die Stärken von Zarude ausnutzen kannst. Trotzdem ist mir hier wirklich extrem wichtig zu erwähnen, Zarude ist kein toller Pick im Rangkampf. Zarude ist kein toller Pick in Turnieren. Das liegt unter anderem daran, weil Zarude eine Vielfachschwäche gegen Käferattacken besitzt und Kehrtwende einfach so dermaßen weit verbreitet ist, dass du hier extrem schnell in Probleme gerätst. Außerdem sind die Stats zwar mit einer Basiswertsumme von 600 relativ hoch, trotzdem gibt es andere Pokémon, die eine wesentlich bessere Verteilung haben und die eine bessere Abdeckung von den Attacken haben. Zugegebenermaßen, Zarude ist jetzt nicht unbedingt das stärkste mystische Pokémon, was uns jemals begegnet ist. Und im Rangkampf Soloplay, genauso wie in Turnieren, würde ich jetzt Zarude ehrlich gesagt nicht mitnehmen. Einfach weil die Schwächen hier nicht so berauschend sind. Es hat einfach viel zu viele Schwächen und vierfacher Schaden von Käferattacken ist einfach so dermaßen bad. Aber ich sehe hier definitiv Potenzial im Duo-Kampf, weil Zarude auch eine sehr, sehr gute Attacke hat, um die eigenen Pokémon zu heilen und Statusprobleme aufzuheben. Alles in allem würde ich hier sagen, hat Zarude doch irgendwo seinen Platz im Duo-Kampf auf jeden Fall verdient und selbst im Solo-Kampf kannst du mit Zarude ordentlich abrocken, wenn du weißt, wie du dieses Pokémon ordentlich einsetzen kannst. Das Ganze hast du ja in diesem Video gelernt. Wenn das für dich hilfreich war und du dich über dieses Video gefreut hast, dann zeig das doch bitte mit einem Daumen nach oben. Da würde ich mich extrem drüber freuen. Und wenn du mehr solcher Tipps, Tricks und Secrets zu Pokémon, Schwert und Schild und anderen Nintendo Switch Spielen sehen willst, dann klick auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Dann kriegst du sofort eine Info, wenn ich wieder mal ein neues Geheimnis gelüftet habe. Bis dahin wünsche ich dir aber noch viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye bye!